Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach online in die Charakterauswahl glitschen könnt. Für diesen Glitch müsst ihr euch einen Job markieren. Die Jobmarkierung werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Und ich finde, ja, dort kann man auf jeden Fall sehr, sehr nice Bilder machen. Und ja, dann würde ich sagen, lass auch schon direkt losstarten. Habt ihr euch den Job markiert, gehen wir einmal in den Online-Modus. Dort im Online-Modus angekommen, gehen wir dann auf Online, dann auf Jobs, auf Job spielen markiert, dann auf Capture und dort starten wir mit den Job TP Mugshot Room. Dort im Jobmenü angekommen, kommt dann einmal der Bot ins Spiel. Für die PlayStation 5 ist das Anavac 1P5 und für die PlayStation 4 ist das Anavac 2P4. Dem Bot einfach beitreten. Die erste Meldung annehmen, die zweite Meldung lehnen wir ab. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon in der Charakterauswahl spawnen. Hier vorne haben wir auf jeden Fall den Bereich, wo man sich am Anfang den Erst- oder Zweitcharakter auswählt. Und ihr könnt hier natürlich auch noch ein bisschen rumlaufen. So, da seht ihr alles noch so ein bisschen verglitscht aus. Wenn ihr jetzt da vorne um die Ecke lauft, dann einmal hier durch die Tür durchgeht, dann kommt ihr zu diesem Bereich, wo ihr dann eurem Charakter die Kleidung auswählen könnt. Und ja Leute, wie gesagt, ihr könnt euch auf jeden Fall echt nice Bilder machen. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.